Und weiter geht's mit South Park, der Stab der Wahrheit. Wir sind in Clydes Festung eingedrungen und lassen mal die Leiter runter. Cool. Nein, ich möchte gern die... Nein. Zum Glück, wir werden wieder groß. Ich werde jetzt gleich nochmal unten hingehen, gucken, was da ist. Anscheinend ist das der richtige Weg gewesen. Schön. Cartman, Fortzi weg, bitte. Und... Zack. Der eine hat überlebt. Der hat noch 6000. Wow. Attacke. Feuerarsch. Bestimmt ganz oft eingesetzt haben oder sowas. You asshole! I hope you fucking goddamn ass greasy elephant walking dizzy tube sock! Fuck me! Shit sculpting! Fuck you! Komm, mach weiter! Und gewonnen! Karten ist extrem der Babbo. Nehmen wir alles. Ritterstulpen, nehmen wir auch alles. Da geht's hoch oder will ich noch nicht hoch? Fuck you, Cyclops! Halt mal. Was? Wieso setzt gerade die Musik mal ein und mal aus? Gehen wir weiter runter erstmal. Nochmal. Ich will wissen, was da unten hinging. Ganz nach unten. So, dem Wichtel hätten wir geholfen. Hat er noch was zu sagen? Nein. Nur seine Freunde liegen hier. Ach, das habe ich übersehen. Das nehmen wir alles mit natürlich. Wo geht's hier hin? Ach, wir hätten auch hier reingekonnt. Ah. Ich verstehe, aber wir gehen hier raus. Brauche ich nämlich mich groß machen, nur die Leiter hoch. Brauche nicht die Ewigkeit das Rohr hochklettern. Das dauert ja schon ein bisschen, bis man das Rohr hochgeklettert ist. Alle ab. Schade, ich habe gedacht, man könnte hier noch was machen. So, geht's hoch. Das ist falsch gewesen. Nee. Das war keine gute Idee. Ich habe das Gefühl, das waren alles keine gute Ideen. Flieg mal ein Kätzchen. Okay, das sind jetzt zu viele, glaube ich. Oder ein bisschen zu viel. Hätte ich nicht unbedingt die freilassen sollen. Oh, einen habe ich erwischt. Und dann haben die keinen Rüstungswert. Alle betäubt. Jetzt sind Cartman sie einfach wieder an mit seinem Feuerarsch. Wir haben die Fähigkeit angetan. Ich kämpfe auch mit mal einfach mehr. Und. Bäm! Und Fluch. Jetzt schlampe, du Arschloch, ich hasse dich. Du hast dich stört. Scheiße, brauchen wir noch Flüchtling. Okay, das hat nichts genützt. Verfluchte Klinge. Aha, hab dir in den Arsch getreten. Okay, der ist Torgel in der Zombie-Version 2.0 stand auch gerade. Ich möchte meine magische Rakete ausprobieren. Immun dagegen gut. Okay, Karten macht keinen Schaden. Der ist ja wieder aufgestanden, was soll denn der Mist? Zombie wieder gebohrt, die stehen ja alle wieder auf! Im Spiel? So, okay, Cartman. Hat ein Problem. Die stehen ja alle wieder auf, so eine Scheiße. Das wusste ich nicht. Die armen Tierchen. Okay, ich muss meinen aufrüsten. Mit Mana. Okay, meiner ist auch betroffen. Ich glaube, die Runde verlieren wir, das weiß ich jetzt schon. Mist. Wie viel Leben hat der Typ noch? Schön. Karten das gleiche nochmal. Der Feuerarsch hat mir was gebracht, glaube ich. Wenn ich richtig Kopf hatte. Okay. Och, ich weiß, was ich mache. Tut mir leid. Karten, du bleibst mal liegen. So. Sind alle tot? Ja. Besser gewesen, als Karten erst wieder zu leben. Boah. Alter. Da waren ja schon 2.0 Zombies dabei. Ich nehme alles mit. Ja. Wie kommen wir da jetzt drauf? Ich habe eine Trophäe bekommen. Wofür? Rächer. Ah, ich sehe schon. Solche grün, das heißt.
Da ist es. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ah, ach, die Piraten. Nett. Nett von denen. Muss ich ja schon sagen. Ich weiß nicht, was los ist. Warum juckt denn meine Nase beim Aufnehmen? Das habe ich schon so oft erzählt in Videos. Entschuldigung. Oh, der arme Ike. Arschloch, man haut keine Kinder. Die Ironie an der Aussage ist, wir sind ja selber so gesehen noch Kinder. Der hat einen Rüstungsschaden, aber den Rüstung mache ich ja mal weg damit. Die beiden sind betäubt. Die haben keine Rüstung mehr. Und Cartman kann sie anzünden. Ich glaube, ihr seid schon genervt davon, dass ich das immer verwende. Ah, der eine ist weg. Machttrank, Mana. Ist schön. Schön, der hat erstmal keine Rüstung mehr. Und ist betäubt. Und Cartman, gib ihm den Rest. Und tschüss, würde ich mal sagen. Ja, hatte ich recht. Und tschüss. Müssen wir Ike noch heilen? Ich glaube ja. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich den mache? Ah, das sollte ich machen. Oh, ich sehe da was Lustiges. Das war falsch. Och. Mit der Steuerung muss ich klarkommen. Zu viel. Okay, dann muss ich auf die Aliensonde übergreifen. Dann geht's hier auf den Balkon. So, hier hin. Scheiße. Das war jetzt nicht so geplant. Mist. Das war anders geplant. Mann. Blondes Mädchen, böse blondes Mädchen. Die haben keinen Rüstungsschaden. Das ist schön. Also keine Rüstung, meine ich. Nur hohe Rüstung allgemein. Mit 1200. Und auf Wiedersehen, Junge. Gewonnen. Mich hätte trotzdem interessiert, mich hier das Ding runterholen hätte können. Nehmen wir alles. Ah! Das hätten wir machen können. Den Turm haben wir. Können wir zerstören. Man muss jetzt mal verstehen, wie das funktioniert. Dann ist das einfach. Den Schatz haben wir ja schon. Ne, haben wir noch nicht. Ritterhelm. Ist der besser als unserer? Da habe ich ja auch lange nicht mehr geguckt. Was habe ich denn hier? Spielpfeile. Die sind ja sogar besser. Unten bleiben. Ich krieg so viel. Fügt 100 Rüstungen hinzu. Krabbenhelm. Gott, du erhältst jede Runde 2 MP, wenn du drinnen bist. Ich nehme mal den Krabbenhelm. Der hat so viel Rüstungsschaden. Macht dazu. Fügt 100 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Gott, ist der geil. Gott. Da kriegt man ja kaum noch Schaden. Fügen 70 Rüstung hinzu. Feinde, die dem Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 50 Schaden. Ja, wir laufen als Krabbe rum.
Was hat denn die Weltkühenhandschuh? 50. Aber die Krabbenbrüstung ist besser. Hätte ich mal früher gucken sollen. Ich hätte da oben ins Gebäude gemusst. Behaupte ich einfach mal. Oder? Oder... Oh, ich will doch nicht immer den wichtigen Staub verwenden. Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Neu. Shin-Pokémon-Schuh. Ich habe alle Shin-Pokémon gefunden. Ja. Sauber. Du hast zwei neue Freunde. Shin-Pokémon Corporation und das. Shin-Pokolyse. Ich habe alle Shin-Pokémon gesammelt. Cool. Im Let's Play. Cool. Geil. Ist das nicht cool? Wie komme ich denn jetzt hier weg? Komme ich da auf den Balkon? Wie geht's denn jetzt hier weiter zur Hölle? Aber ich glaube, ich muss die Dinger hier drehen. Ja. Ich Idiot. Aber ich habe alle schon Pokémon. Gut, dass ich nochmal oben nochmal nachgeguckt habe. Aber Schuh. Wirklich Schuh. Und rein da. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh. Ich bin Rang 15. Ah, da habe ich eine Idee, wie ich das hinkriege. Oh. Alter, der ist so blöd. Hallo. Spiel. Werf da oben noch drauf. So, jetzt heißt es ganz schnell. Oh, immer wieder die falsche Taste drücke. Alter, er macht's nicht. Toll. Oh Mann, ich wollte es denn reinlassen, aber nein. Er hat's eh nicht gemacht. Wenn ich immer die L- und R-Tasten verwechsel, das ist furchtbar. So. Oh, immun. Die Kühe sind zumindest gleich alle weg. Das freut mich am meisten. Was bitte? Wie viel zur Hölle hat er denn jetzt gerade geholt? Er macht Rang groß. Mein. Alle. Hopp. Deine ist weg. Let's rumble. Fähigkeiten. Ich kann nur einen angreifen zur Hölle. Dann machen wir aber auch das, was am meisten Schaden macht. Ach du Scheiße, mal mit der viel Schaden mit der Attacke. Der Hintere hat schon angegriffen, die Runde eigentlich. Perfekt. Meiner kriegt einen Mana-Trank, einen großen, damit das... Katmin kriegt auch gleich einen. Nehmen wir den. Das ist anscheinend der echte, der Hintere. Katmin macht das auch. Macht Rang groß. So, und... Fähigkeiten... Fluch. Nehmen wir erstmal den aus dem Spiel. Der wäre auch weg. Macht Rang groß. Bitte, 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 bitte. Ich weiß nicht, was er vorhat. Und Attacke.
Schön. Und Cartman. Was ist bei Kreis? Ah, wenn man unterschiedliche Tasten drückt, kommen andere schöne Wörter. Tod von oben. Er hat Cartman umgebracht. Kein Problem. Cartman, steh auf. Es gehört sich nicht, einfach liegen zu bleiben. Attacke! Schön, kann ich direkt wieder angreifen. Schön und... Ich glaube, X hat die besten Schimpfwörter. So. Der war auch wieder... Och nö. Really? Mann, der blöde Idiot nervt mit seiner Heilung. Mit seiner Klonarmee, ey. That's when I realized what I thought was a three-headed harpy gorgon was really Kazma. Da brauche ich gar nicht die Spezialattacken drauf machen, ich Idiot. Da reichen die Attacken vollkommen drauf. Das ist der echte, der hat nur 18.000. You should have turned evil when you had a chance. Ich glaube, das ist der echte, deswegen nehmen wir den mal. Ja, das war der echte. Deswegen die Fakes einfach mal stehen lassen. Deswegen erstmal den echten runterhauen. Machen wir den hier. Ich bin gleich hin. Gesundheitstrank meinem geben. Cartman greift mit dem Stab mal den Typen an. Ja, das ist die Außen, die sind fake, in der Mitte ist der echte. Der verwendet Tod von oben. Scheiße. Cartman. Cartman braucht ganz, ganz dringend Essen, damit er voll ist. Wenn dieser Angriff startet. Wir greifen ihn wieder in der Mitte an. Der macht das auch. Muss mich verarschen. Ich habe nur noch zwei. Ich habe schon wieder alle verdünnelt. Und... ihn hier. Damit der ordentlich Schaden kriegt. Ah, schön weit runter. Täuschen. Alles ist nicht mal. Schön. Gut, dass ich allen den Leben nochmal verpasst habe. Cartman kann das nochmal. Jetzt greifen wir mit dem den an. Weil das der echte ist. Ich bin davon überzeugt, dass das der echte Quake ist. Und er bringt einfach Cartman um. Aber so, Gegenstände, Cartman wiederbeleben. Oh, ich sehe schon 22 Minuten geht die Folge, aber die bleibt auch so lang. Nach dem Kampf werde ich erst die Folge beenden. So, der ist gleich hin, der in der Mitte. Vor allem, wenn der hier kommt. Ich bin der Überzeugung, dass das der erste ist, weil er am meisten Schaden am wenigsten Schaden kassiert. Ja, es war der richtige. Ja. Richtig gedacht. So, jetzt lassen wir noch Stan rein, wenn er rein will.
Oh. Dieser Wichtelstaub nervt allmählich. Ach, ich muss den reinlassen, auch wirklich. Lasst uns bitte die Leiter herunter. Schön. Jetzt gehen wir kurz nach links. Holen uns die Truhe. Mal gucken, was darin ist. Ritterrüstung, Level 13, macht Trankgeld. Das ist gleich Tagebuch. Wie viel macht die Ritterrüstung? Was macht die Ritterrüstung Schönes? Fügt 100 Rüstung. 10% Schaden für zwei Päffel. Die Schild um zwei. Wir nehmen doch lieber die. Das sieht aus, wie wir aussehen. Ja, Ritterhelm haben wir nicht, aber der Rest bleibt so. Aber das war's mit dieser Folge auf South Park. Und in der nächsten Folge werden wir Kleid ver... wer war es jetzt? Kleid verprügeln. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns in der nächsten wieder. Tschüss, hat 391 und Mann. Ciao.